Howdy auch Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich nochmal am letzten Abend hier in Lübeck. Es ist tatsächlich so, die weiteren 2 Wochen sind vergangen, seit ich glaube ich das letzte Video aufgenommen habe. Und es ist der letzte Abend. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, dass das so schnell vorbeigegangen ist. Ich zeige euch mal, das Zimmer sieht noch dezent unordentlich aus bei Yari, bei mir aber auch nicht viel besser. Ich habe jetzt zwar schon ein paar meiner Klamotten eingepackt, aber vieles ist auch noch nicht aufgeräumt. Also hinter meinem Bett sieht es noch total kraut und rübe aus. Hier unten liegt noch meine Sporthose rum, die ich mal aufräumen müsste. Und ja, im Badezimmer sieht auch nicht viel besser aus. Mein Schrank ist schon weitestgehend leer. Ja, ein paar Sachen sind noch drin, aber so viel ist es auch nicht mehr. Auf jeden Fall sieht es ein Bad aus. Ja. Traurig, einfach nur traurig. Ja, auf jeden Fall, wir sind am letzten Abend angekommen. Ich wollte mich nochmal melden, wie ich ja schon vor dem Unterrichtsblock gesagt habe, also vor mittlerweile schon 4 Wochen, es ist unglaublich, es sind 4 Wochen vergangen und es kam mir nicht vor, als wären es 4 Wochen gewesen. Wobei ich bei dem ersten Abend, das kommt mir vor wie eine Ewigkeit tatsächlich, aber trotzdem, diese 4 Wochen sind unglaublich schnell vorbeigegangen. Es ist einiges passiert, man hat viel gelernt, man hat viel Unterricht gehabt, man ist aber auch viel mit den Leuten rumgehangen und so weiter. Man hat oft nachmittags geschlafen, was ich früher zum Beispiel nie gemacht habe. Mittagsschlaf als Baby nicht, nie. Gab es bei mir irgendwie kaum, dass ich mal Mittagsschlaf gemacht habe. Hier ist es zum allerersten Mal so richtig passiert, dass ich einfach nur mittags mich hingelegt habe. Am Anfang sollten es immer nur 20 Minuten sein. Also hat man sich nur vorgenommen, so 20 Minuten. Irgendwas klebt hier unten an meinem Fuß oder hat an meinem Fuß geklebt, irgendwie eine Folie. Keine Ahnung, was das soll. Auf jeden Fall am Anfang waren es nur 20 Minuten oder sollten es nur 20 Minuten sein. Jede Woche habe ich 3,5 Stunden gepennt. Bin ich vor einer halben Stunde aufgewacht und habe dann auf die Uhr geguckt und gemerkt, scheiße, das letzte Abendessen, das du hier kriegst, bis zum Dezember, da ist der nächste Unterrichtsblock, hast du verpennt. Wirklich geil. Also man merkt langsam, die Luft ist endgültig raus. Nach 4 Wochen ist das aber auch kein Wunder. Wenn man 4 Wochen die ganze Zeit nur aufeinander rumhängt mit den anderen Leuten. Übrigens, ja, Ring. Ich habe mir zwischendurch irgendwie mal 3 Ringe geholt. 3 ziemlich billige. Einfach weil ich Bock drauf hatte. Mache ich schon Jahre nicht mehr, dass ich mir sowas hole. Aber jetzt muss es einfach sein, weil ich Bock drauf hatte. Es ist keine wirklich gute Begründung, aber es muss einfach irgendwie sein. Ja, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ich sollte mich einfach nicht mehr ablenken lassen, weil ich sonst komplett aus dem Konzept komme. Aber was soll's. Auf jeden Fall ist es heute Abend so, es läuft irgendwie nicht mehr viel. Ich muss jetzt nachher noch gucken, dass ich mir irgendwas zum Essen hole. Ich muss meinen Pfand noch wegbringen und ich muss noch, wie schon gesagt, irgendwas essen. Meine restlichen Sachen zusammenpacken und ja, dann geht's auch irgendwann ins Bett, wobei es ist der letzte Abend. Gestern Abend ist eben schon das meiste gelaufen, da hatte ich aber nicht so viel Lust und habe dann schon mal meine Sachen angefangen zu packen, habe nochmal mit Familie telefoniert und dann bin ich erst später dazugekommen und dann war ich dann auch langsam schon ein bisschen müde und hatte auch schon nicht mehr so richtig viel Lust. Oder nicht richtig viel Lust, stimmt auch nicht, aber ganz bei der Sache war ich dann auch nicht mehr, weil ich jetzt auch letzten Endes in der letzten Woche merke, die Luft ist raus. Man hängt natürlich immer aufeinander rum und man hängt wirklich die ganze Zeit rum und pennt halt oft auch. Die ersten 2 Wochen versucht man halt irgendwie was zu machen, habe ich so gemerkt. Und dann in der dritten Woche, wenn dann die ersten Klausuren kommen, wir hatten letzte Woche eine Klausur und jetzt von Montag bis Mittwoch insgesamt 6 Klausuren. Montag 2, Dienstag 1 und Mittwoch 3 Klausuren. Und ich hatte absolut keine Ahnung, wo ich meine Prioritäten legen soll beim Lernen, bei welchen Klausuren. Es war nicht ganz einfach immer. Und ich weiß auch nicht, was da rauskommt. Teilweise haben wir die Klausuren schon rausbekommen. Sind in Ordnung die Noten, aber jetzt auch nicht überragend, aber es waren auch einfach 7 Klausuren von Freitag bis Mittwoch, also da, ja, am Freitag haben wir dann nochmal eine geschrieben, also da weiß man absolut auch nicht, wo man seine Prioritäten legen soll. Aber das ist dann eben beim Blockunterricht so, weil wir sind eben nur 4 Wochen hier, im Dezember sind es nur 3 Wochen.
Direkt vor Weihnachten eben, da sind es nur 3 Wochen und dann im Februar 5. Ja, deswegen da im Dezember bin ich sowieso gespannt, wie man da Klausuren schreiben will, weil da nur sehr wenig Unterrichtszeit ist. Also denke ich mir halt, da ist es eine Herausforderung für die Lehrer, da Unterricht zu machen, um den dann auch in den Klausuren dran zu bringen. Seht, was ich meine. Warum stockt mein Handy jedes Mal? Hat mein Handy irgendwie einen Schaden, dass es dann immer wieder stockt bei der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Hier ist wahrscheinlich wieder der Ton und das Bild asynchron. Man kennt es, man kennt es. Ja, diese Formulierung habe ich irgendwie auch hier oben gelernt. Genauso, ich bin nicht richtig Norddeutsch geworden. Also Hochdeutsch wollte ich sowieso nicht, ich bin Schwabe. Also das passiert nie. Aber ich bin so minimal Norddeutsch geworden. Also man sagt halt immer Moin, das gewöhnt man sich an. Wobei, das habe ich schon früher in der Schule gesagt, als ich noch Abi gemacht habe, da habe ich das auch gesagt. Also hundertprozentig hier gelernt habe ich auch. Also ich habe das nicht nur hier gelernt, ich habe das schon davor teilweise gemacht. Aber trotzdem, man hat hier oben doch so einiges erlebt. Viele coole Sachen. Manchmal. Am Wochenende vor allem, ja, habe ich so gemerkt, manchmal, da war ich froh, wenn ich mal meine Ruhe hatte, weil man hängt eben die ganze Zeit aufeinander rum. Und das ist gegen niemanden persönlich, aber manchmal braucht man einfach seine Ruhe. Und am Wochenende hat man eben immer so gemerkt, wenn man da einfach mal fast nur auf dem Zimmer rumgehangen ist. Und an einem Wochenende war ich gar nicht hier, da war ich einmal in Lübeck den ganzen Tag und einmal in Hamburg dann sonntags und habe zum allerersten Mal das Miniaturwunderland besucht. Da war Familie da und dann war ich auch froh, dass ich weg war. Weil wenn man die ganze Zeit hier auf dem Campus rumhängt und eigentlich immer so das Gleiche erlebt, auf Dauer wurde es einfach nervig und man kann nicht wirklich abschalten. Man kommt da einfach nicht weg, man kriegt ja nicht raus. Man ist entweder im Zimmer oder man ist in der Schule oder in der Mensa zum Essen. Sache Mensa. Das Essen war meistens in Ordnung. Manchmal fand ich es echt ein bisschen komisch und es war nicht meins, aber es war in Ordnung. Und ich bin davor vorgewarnt worden von Kollegen, dass es nicht so geil sein soll. Ich fand es meistens in Ordnung. Meistens. Also nicht immer war es meins, aber ja, ich fand es ganz in Ordnung, auf jeden Fall. Unterricht war auch meistens in Ordnung. Man muss sich eben auch wieder an die Schulzeit gewöhnen. Man muss eben, wenn sich wieder daran gewöhnt, dass man zur Schule geht. Ich war jetzt 2 Jahre nicht mehr in der Schule und hab so, ja, ein Jahr hatte ich ja Sabbatjahr, wo ich nichts gemacht habe, und nachdem das mit dem Studium nicht so gelaufen ist, wie ich mir vorgestellt habe. Und das andere war ja dann der Bundesfreiwilligendienst. Da hatten wir ja unsere Seminare immer. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Videos noch, teilweise. Ich habe da ja auch nie so viele Videos davon gemacht, aber auf jeden Fall hatten wir da unsere Seminare und da haben wir aber auch nicht so richtig Unterricht gehabt. Das war dann einfach nur, da haben wir dann halt ein bisschen was gemacht, aber es war nur für eine Woche. Ja, ich muss mich kurz abputzen, ich blute ein bisschen, ist aber nichts Schlimmes. Ja, aber manchmal passiert das eben auch. Ne, auf jeden Fall bei den Seminaren beim Bundesfreiwilligendienst hatten wir ja immer nur eine Woche. Hier sind es eben mehrere Wochen am Stück. Und da ist man dann aber auch froh, wenn es vorbei ist. Bei den Seminaren, bei der einen Woche war es dann immer so, beim allerersten Mal fand ich halt übelst schade, dass ich da dann nach Hause musste, weil ich dann da halt meine Gruppe von Leuten gefunden hatte beim ersten Mal. Und dann hat man sich eben auf das nächste Seminar gefreut. Für mich war damals das erste und das fünfte Seminar, also das erste und das letzte, also es waren insgesamt ja 5 Seminare. Das erste und das fünfte waren die besten für mich persönlich. Zwischendurch fand ich es irgendwie nicht immer ganz so geil, keine Ahnung. Da war es einfach irgendwie nicht ganz meins. Auf jeden Fall, das erste und das fünfte Seminar war da am coolsten. Und irgendwann hat man sich dann aber auch auf die Seminare nicht mehr ganz so gefreut, weil man dann eher sowieso schon geguckt hat, dass der Bundesfremdendienst langsam vorbeigeht und dass das dann auch vorbei ist. Und da hat man dann sich auch so auf das Ende gefreut. Natürlich, ich habe dann meine Gruppe von Leuten gefunden, habe dann teilweise zu denen noch Kontakt. Da kam mit heute richtig gut klar. Aber trotzdem es ist eben so, dass man irgendwann dann auch geguckt hat, dass der Bundesfreiwilligendienst vorbeigeht. Hier ist man natürlich dann immer länger. Das heißt 3 bis 5 Wochen eben.
Und man merkt eben nach 4 Wochen, hin und wieder telefoniert man ja auch nach Hause, wie E.T. Und man merkt dann einfach, irgendwann hat man auch einfach schon ein Stück weit die Schnauze voll. Es ist immer dasselbe, ich wiederhole mich, ich weiß, das habe ich schon in den letzten Videos, die ich hier gemacht habe, auch gemacht, aber man will ja auch auf 10 Minuten kommen. Und gut, das habe ich geschafft. Geil, Ziel erreicht. Ja, auf jeden Fall, jetzt nach 4 Wochen, ich weiß, dass ich dann in so 2 Wochen, wenn ich dann wieder 2 Wochen arbeiten war, dann wollte ich wahrscheinlich auch nicht mehr so immer. Dann wollte ich natürlich auch wieder sagen, Schule war auch geil, aber jetzt nach 4 Wochen will man auch mal wieder nach Hause, man freut sich auf sein eigenes Bett, man freut sich auf alles. Also zu Hause auch, auf das Essen von zu Hause und so weiter. Nichts gegen hier, aber ich finde, nach 4 Wochen bin ich einfach bereit, mal wieder nach unten zu kommen. Nach Süddeutschland. Und ich muss aber auch sagen, irgendwie man hat sich in den 4 Wochen schon das Leben hier oben gewöhnt, auf dem Campus und auf ja, wieder dieses Schulleben und dieses Wohnen hier auf dem Campus. Und ja, man hat seinen festen Tagesablauf gefunden, sodass man auch merkt, das Leben, das man sonst hat, also dann normales Familienleben und so weiter, das man sonst führt, das wirkt da irgendwie ganz weit weg. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt komplett überhaupt keine Ahnung mehr habe. Das ist jetzt nicht so, als würde ich nach Jahren im Ausland oder so zurückkommen nach Hause. Aber trotzdem, man merkt halt schon, man ist 4 Wochen weg gewesen. Warum komme ich so schräg in die Kamera? Ich weiß es nicht. Aber es gibt vieles, von dem ich nicht weiß, warum es so auf meinem Kanal läuft. Aber egal. Auf jeden Fall ist es so, man merkt trotzdem, dass man nach 4 Wochen irgendwie, ja, man merkt eben, dass es 4 Wochen waren, die man weg war. Und man ist dann auch froh, wenn man mal wieder nach Hause kommt. Ja, das eigene Zuhause sieht, das Haus sieht, wo man wohnt eigentlich. Und ja. Ich bin einfach so langsam. Also man hat es so gemacht. Erste 2 Wochen, wie schon gesagt, waren wirklich so. Allererster Abend war man gleich mal unterwegs. Als man hier angekommen ist, das war Sonntag, der 11. August. Da waren wir dann zum allerersten Mal gleich unterwegs. Und ja, dann hat man sich so langsam an die Schule gewöhnt, hat so die Klasse kennengelernt und so weiter. Ich habe eine coole Klasse. Manchmal sind wir wahrscheinlich ein bisschen laut, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist eine super Klasse. Ich komme mit allen gut klar. Es gibt, glaube ich, niemanden, mit dem ich nicht klarkomme. Das habe ich auch schon anders erlebt in meiner Schulzeit, weil ich, ja, ich habe es ja schon mal erzählt auf dem Kanal, dass es manchmal auch nicht so geil war früher in der Schule. Aber hier muss ich sagen, es ist eigentlich ziemlich entspannt. Ich komme mit den Leuten gut klar. Man hat sehr viele Leute hier oben kennengelernt, die einfach, ja, natürlich auch alle dasselbe machen. Und da hat man schon mal eine Basis, über die man sprechen kann und so baut sich das relativ schnell auf. Dann hält man mal sich gegenseitig irgendwo die Tür auf und dann kommt man auch kurz ins Gespräch oder so. Es passiert unglaublich schnell, dass man hier oben Leute kennenlernt. Und es ist mir hier oben tatsächlich viel leichter gefallen als unten. Meine Heimatstadt, da fällt es mir immer sehr schwer. Das kriege ich da irgendwie nicht hin. Also da kriege ich nicht so gut hin. Jetzt natürlich in den 4 Wochen ist man natürlich noch mal ein bisschen selbstständiger geworden und ich war jetzt nie einer, der so richtig gern auf Leute einfach so zugegangen ist und die begrüßt hat. So, hier oben geht es für mich, weil ich sowieso weiß, die Leute sind genau wie ich, höre Akustik in der Ausbildung. Das heißt, man hat schon mal eine Basis, über die man sprechen kann. In meiner Heimatstadt ist es dann teilweise so, ich kenne die Leute vielleicht vom Sehen oder so und dann gehe ich aber trotzdem nicht auf die Zoom, weil ich nicht mehr weiß, ob ich mit denen überhaupt irgendwie was gemeinsam habe, über das ich reden kann. Und deswegen ist es mir da immer schwerer gefallen. Hier oben fiel es mir deutlich leichter, muss ich sagen. Ja. Also, auf jeden Fall muss ich sagen, beim nächsten Seminar, was ich davor habe, nicht mehr mit der Kamera, mit dem Handy, also Film, sondern wenn dann wieder mit meiner Kamera einen Laptop dabei haben, für die Schule, für den Unterricht, um auch beim Unterricht mitzuschreiben und auch aber auch die Videos zu schneiden, weil ich merke, mit dem Handy, ich habe ja einmal ein Video mit dem Handy geschnitten und ich fand, es ist erstens mal eine unglaubliche Fummelarbeit auf dem Handy. Schnitt-Apps auf dem Handy, finde ich, funktionieren überhaupt nicht so richtig.
Ich habe mich sowieso mittlerweile an DaVinci Resolve, mein Schnittprogramm, total gewöhnt. Deswegen will ich da auch nicht irgendwie auf dem Handy. Da ist es einfach nicht so, da hat man auch nicht so viele Möglichkeiten und da finde ich einfach so ein bisschen umständlich. Also deswegen möchte ich eigentlich in Zukunft nicht mehr mit dem Handy aufnehmen, weil da sind ja dann manchmal bei den Aufnahmen auch Ton und Bildschutz dort. Also will ich das auch nicht so haben. Deswegen beim nächsten Mal, ich will dann gucken, dass ich mir vielleicht noch ein Mini-Stativ hole, dass ich gut transportieren kann, gut zusammenklappen kann und so weiter. Dann ich dann auf jeden Fall ein Stativ dabei habe, dann so zwei Lichter, so zwei LED-Lichter oder so, die ich dann auch transportieren kann für unterwegs eben solche Dinger. Ja, damit ich einfach hier gutes Licht habe. Dann eben mein Ansteckmikrofon, das habe ich eigentlich sowieso dabei gehabt, aber ich bin sowieso nicht dazu gekommen, hier oben Videos zu machen. Man ist mit den Leuten unterwegs, man hat mit den Leuten zu tun, dann will man nicht die ganze Zeit Videos machen. Was ich sagen kann, meine Klasse weiß auf jeden Fall, dass ich YouTube mache. Ich habe ja 5 Abonnenten hier oben gefunden und ich glaube, jeder Einzelne, der mich abonniert hat, kommt von hier oben. Als ich hierher gekommen bin, waren es 58, jetzt sind es 63. Und jeden, der mich abonniert hat, Peace and danke, peace and thank you, keine Ahnung, aber vielen Dank dafür, das freut mich sehr. Irgendwie war es mir aber teilweise peinlich, wenn man nicht die Videos, wir haben uns tatsächlich manche Videos oder ein Video, Tom und das Ab in meinem Landbrot mit Tonik haben wir uns im Unterricht mal angeguckt, in der letzten Stunde vor der Klausur, da haben wir dann uns mal das angeguckt und ich muss sagen, die Leute fanden es geil, ich fand es irgendwie ein bisschen peinlich. Aber ich glaube, dass das einfach daran liegt, dass einem die eigenen Videos immer peinlich sind. Oder eigentlich gibt es ja nichts, das ist mir auch gesagt worden, eigentlich muss es einem gar nicht peinlich sein, aber ich finde, ich bin im Nachhinein immer so einer, der sagt, das Video hätte ich noch viel besser machen können. Auch zum Beispiel das Video Mein neuer Schreibtisch, das ich beim Schnitt gar nicht mal schlecht fand, so, weil ich dann daraus machen konnte, fand ich nicht schlecht, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ah, da gibt es noch Verbesserungsbedarf und da noch. Also, es ist einfach mein Anspruch, jedes Mal noch besser zu werden, neue Übergänge zu machen, einfach so in der Kameraführung besser zu werden. Von der Art, wie ich spreche, ohne die ganzen Verhaspler wie und langgezogenes und so weiter. Das möchte ich einfach nicht. Solche gewissen Floskeln, die ich immer wieder verwende, die möchte ich einfach aus dem Video raus haben. Und dann schneide ich sie eben immer raus, dann gibt es unglaublich viele Schnitte. Das hier ist ein One-Taker, wenn ich da jetzt L sage, dann tut es mir leid, aber dann habe ich halt die drin. Dann kann ich das aber auch nicht ändern, weil ich jetzt sowieso nicht nochmal ein Video am Handy schneide, weil das ist. Das dauert übelst lange. Ich bin sowieso immer einer, der dann für den Schnitt jetzt. Ich meine, für den Schnitt braucht man sowieso schon lang. Aber am Handy ist es einfach. Das mache ich nicht mehr. Deswegen, wenn ich jetzt mal meine Kamera wieder dabei oder irgendwie eine Kamera dabei. Irgendwie so ein Licht, dass ich dann auch noch gute Beleuchtung habe. Das Ansteckmikrofon und dann einfach noch ein Stativ, damit ich da einfach so ein. Für unterwegs so ein. Video-Setup habe, das dann einfach was Gutes aufnimmt, weil mit dem Handy macht das auf Dauer keinen Spaß. Ich weiß auch nicht, wann ich in den nächsten Blöcken aufnehme. Vielleicht wird es genauso sein wie hier. Jetzt beim ersten Block, wo man sich einfach eingelebt hat. Das Internet ist mittelmäßig, also man kann auf jeden Fall hochladen, aber ich weiß nicht, wie lange das Video dauern wird, bis es hochgeladen ist. Auf jeden Fall werde ich das gucken. Beim nächsten Block will ich, wenn ich Videos mache, nicht mehr mit dem Handy aufnehmen. Und wenn ich mit dem Handy aufnehme, dann will ich aber nicht mehr mit dem Handy schneiden, wenn ich geschnittene Videos mache, weil das macht meiner Meinung nach einfach richtig wenig bis gar keinen Sinn. Das macht mir auch keinen Spaß, wirklich. Deswegen beim nächsten Mal lieber einen Laptop dabei haben und dann irgendwie halt am Laptop schneiden und gucken, dass ich den damals auf die Beine bringe. Mal gucken, wie es sich bis zum nächsten Block entwickelt. Vielleicht habe ich bis dahin nochmal ein bisschen aufgerüstet und dann kann man da auf jeden Fall was machen. Ich muss auch irgendwann lernen, so richtig schönes Color Grading in den Videos zu machen. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Aber das alles wird beim nächsten Block sein. Jetzt abschließend kann ich sagen, ich fand den ersten Block cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier oben zu sein. Mal was anderes zu sehen. Es gab vor dem Unterrichtsblog auch vieles, was mich privat und so weiter sehr beschäftigt hat, so Dinge, die
mir dann irgendwie einfach privat nicht so ganz gefallen haben, die nicht so ganz toll waren. Und hier oben konnte ich einfach mal davon Abstand nehmen, abschalten, mal was anderes sehen. War heute Nachmittag nochmal in Lübeck und habe letzte Besorgungen gemacht. Und ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt hier oben war. Es war jetzt nicht wirklich für Urlaub, aber ein bisschen dann schon. Weil es halt der erste Block ist, man kommt hier einfach erstmal an. Und natürlich, man hat die Klausuren gehabt und so weiter, aber es war ein bisschen wie Urlaub und ich konnte vor allem mal was anderes sehen, konnte ein bisschen abschalten. Und ich habe das sehr genossen hier. Und jetzt komme ich eben wieder nach Hause. Konnte dann auch schon über ein paar Dinge. Ich habe mir davor gedacht, die Dinge, die mich so privat beschäftigt haben, ich habe gedacht, ich kann dann einfach mal da hier oben nachdenken und so von ganz weit weg, von sehr weit weg von zu Hause eben ganz anders drauf blicken. Am Ende habe ich darüber gar nicht nachgedacht und es ist einfach von selber passiert, dass das aus dem Kopf war, weil man eben so viele Eindrücke hier bekommen hat und so viele Leute hier kennengelernt hat und so mit denen zu tun hatte, dass man dann überhaupt nicht darauf auf die Idee gekommen wäre, dann mit denen über das nachzudenken, was einen beschäftigt hat. Ich bin sehr froh, dass das jetzt einfach so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ich ja, bin sehr dankbar dafür, dass das jetzt so gelaufen ist. Wie schon gesagt, ich denke mir einfach, es ist so gut gewesen, wie es war. Und wie schon gesagt, dass ich einfach mal jetzt hier oben abschalten konnte. Gut, man hat trotzdem noch genug auf Instagram oder so gemacht, aber es war einfach jetzt mal auch cool, mal was anderes zu erleben. Auf jeden Fall, ich glaube, viel mehr gibt es nichts zu sagen. Wie schon gesagt, ich freue mich auf den nächsten Unterrichtsblock. Jetzt freue ich mich aber wirklich erstmal auf zu Hause. Ich muss dann noch nächste Woche gucken. Oder am Wochenende. Ich weiß nicht, was am Wochenende laufen wird. Ich kann leider nicht das ganze Wochenende über nur pennen, weil ich jetzt morgen 8,5 Stunden Zugfahrt vor mir habe. Und dann eher jetzt mitten in der Nacht nach Hause komme. Und dann weiß ich absolut nicht, was am Wochenende bei mir laufen wird. Aber ich muss noch eine Folge von FIFA raushauen. Ich muss meinen PC in den nächsten Wochen noch aufrüsten. Das habe ich auf jeden Fall vor. Und ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich noch die letzten Folgen von FIFA raushaue. Ich habe da noch eine Folge in petto, die ich aber noch immer nicht geschnitten und da hochgeladen habe, weil auch die dann geruckelt hat. Und dann kam eben der Anfang von der Ausbildung natürlich im Betrieb und man hatte dann einfach andere Sorgen. Dann war man auch nervös wegen den Unterrichtsblöcken hier und vor allem wegen dem ersten, weil ich ja immer nervös bin. Auf was für Leute treffe ich hier? Wie komme ich mit den Leuten klar? Das ist eben immer so etwas, was mich umtreibt und was mich beschäftigt. Und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt aber sehr froh, weil ich jetzt weiß, auf die nächsten Unterrichtsblöcke kann ich mich freuen. Mit Jari, meinem Zimmerkollegen, habe ich auch schon geredet. Wir werden gucken, dass wir wieder zusammen ins Zimmer kommen. Das passt auf jeden Fall auch. Und deswegen bin ich einfach nur froh. Jetzt hat man so eine Sorge weniger. Und beim nächsten Mal, da freut man sich natürlich drauf. Ja, jetzt muss ich eben gucken, dass ich nächste Woche wieder so ein paar Videos aufnehme und die dann hochlade. Und ich habe mir auch noch ein paar Gedanken gemacht über den Kanal, wie ich mit dem Kanal laufen soll. Ich bin immer noch nicht wirklich zufrieden mit dem Kanal und wie er gestaltet ist. Das muss auf jeden Fall auch nochmal verbessert werden. Es sieht ja noch immer so sporadisch aus mit dem Kanalbanner und dem Kanalbild. Da muss auch mal was Besseres folgen. Und generell brauche ich einfach noch so Formate, wie das Filmformat, das ich machen will oder ja, so einfach zum Thema Filme, über Filme reden, da muss ich dann auf jeden Fall auch noch gucken, dass ich da mal anfange. Und ja, also es gibt verschiedene Videos, die ich machen könnte, die muss ich dann einfach nur mal in die Tat umsetzen. So, das war's jetzt, glaube ich, für dieses Video. Wenn ich doch nicht, dann melde ich mich nochmal. Ich weiß nicht, ob ich unterwegs morgen ein Video aufnehme, aber ich denke mal eher nicht. Eher wenn ich morgen Abend wieder zu Hause bin, was sehr spät sein wird, also kann ich noch nichts garantieren und nichts versprechen. Ja, aber ich würde sagen, das reicht jetzt. Knapp 25 Minuten gelabert. Das klappt immer echt gut mit dem Labern. Wahnsinn. Also, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Habt jetzt noch einen geilen Abend. Letzter Abend bei mir. Ich genieße ihn noch, pack meine Sachen und morgen geht's nach Hause. Ich danke euch fürs Zusehen. Habt noch einen geilen Abend. Haut rein und ciao.